herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. U Deluxe. Nur Super Mario Bros. U Deluxe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute weiter. Oder starten rein, besser gesagt, in die zweite Welt. Welt 2. Ein Sandkuchenwüste. Bäh. Ich will jetzt mal einen der Methodette ausprobieren und schauen, wie sie so drauf ist tatsächlich. Wir werden es jetzt sehen. Wir hatten das letzte Mal das Castle gemacht mit Mopsy, weil ich gesagt habe, Castle Lassel machen wir immer mit Mopsy. Mopsy hat, glaube ich, ist auch unseren Kollegen Mini Yoshi am Start. So, das ist Treibzeit übrigens. Da kann man, an dieser Stelle immer ändert es mich nämlich noch. Da kann man ganz schön hart einsinken. Wenn man nicht aufpasst, also da muss man ein bisschen aufpassen. Also muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Genauso wie man hier darauf auf. Aber durchs Hüpfen kann man da natürlich wieder rauskommen. Das ist übrigens das Item, was Miss zu PZ macht. Mit der kann man fliegen. Wenn man irgendwie in ernsthafte Schwierigkeiten kommt, zum Beispiel. Das ist eben dieses Item hier. Aus Tod wird PZ. Hier sehen wir, dass dieses Kronen-Item ist neu eben. In diesem Spiel kann man aber leider eben auch verlieren. Oder wie ist dumm, so dumm wie ich bin, gleich einmal verlieren. Und ich glaube, wenn man tot ist, bekommt man immer nur dieses Item. Ich meine, es ist nicht unverwundbar, wenn man das hat oder so, man kann einfach nur fliegen. That's it. Mehr Geheimnisse hat das Ding nicht. Und übrigens, wenn wir gefragt haben, wie die Flughäuser sind, man bekommt dann ein Item von denen, wenn die Flughäuser sind, selbst dieses so eine Nuss tragen. Wenn die keine Nuss tragen, gibt es keine Items von denen. Wisst jetzt, bis halt hoffentlich. Gut. So. Das war ohne gerade unser Kill. Ich wollte irgendwie so komisch hoch, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich dumm bin. So, das Bruder muss groß. Keine Ahnung, was die Dinger hier übrigens auslösen. Sollten wir vielleicht irgendwann mal herausfinden. Shit. Ja, genau! Wie? Das Level ist ja nicht schwer oder sowas. Komm, ich mach einfach nur gerade dummes Heiße. Gut. Ich habe zwar A gedrückt und ist Y, aber was heißt drauf? Dann reagier halt netto Drecks-Controller. Ja, ah, das ist so ein Trigger-Item, glaube ich, hier. Wo man eh nicht rankommt, aber okay. Lel. Nein! Wie dumm, aber mit Peach kann man auch nicht so einen Wandsprung noch machen, wieder hochzukommen. Aber, alter Fuck, das war unnötig. Das war unnötig hier. Ich bin in den ersten 10 Minuten sind dreimal gestorben. Also mit dem Toadette-Spiel ist nicht oft, manche Charaktere liegen, wir hatten nicht, so derzeit aber leider nicht. Ist auch so ein mädchenfarbiger Charakter, aber darum geht es mir auch nicht. Das ist jetzt nicht der Grund für ein Problem. Das braucht man übrigens, wenn man sonst an der Stelle verrecken würde. Dass du machst deine Info vorschwissen. Du hast. Shit, jetzt hier. Gut. Nein. Es heißt jetzt hier, das, wieso kann man, ich,
Die kann halt null irgendwie da hochspringen, wenn die runterfällt, dieses fette Ding. Nee, also mit Toadette hier kann ich nicht gut spielen. Es liegt mir einfach nicht. Wenn ich gerade übelste Pro ist oder das Zufall übelsten Pro-Move macht. Ja, rip my Item. Ach, hey, ich dachte, da unten bleibt der Sandhaufen. Aus Ange... Nee, nee, das ist ein bisschen doof mit Toadette. Ich mach die Scheiße jetzt mit Mopsy immer ganz im Ernst. Aber wenigstens auch mal Kronen Yossi mit dabei hier. Ach, den gibt's immer noch. Ah nein, bitte nicht. Ich weiß, wie das Level geht. Den brauchst du nur mal wirklich ätzende Level, die der damit für mich spielt. Hier brauche ich noch keinen. Okay, wenn ich einfach nur so dumm dafür bin, könnte es sonst. Wieder so Puls. Ah! Mann, als Mopsy geht's da. Da nerven schon mal keine Gegner. Nee, so geht's nicht. Man muss irgendwie da dran kommen, während das Ding sich aufbaut und dann, dass es eigentlich auch dann so hoch katapultiert. Das ist der geheime Trick, glaube ich, daran. Wisst ihr, was ich meine? Ist einfach. Und das bringt weiter unten die Sandhaufen rein und lässt es danach dann so hoch teleportieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die gehen würde. Tschüss. Zeige ich euch jetzt gleich, was ich meine, wenn er das nächste Mal kommt. Ganz genau das meine ich. Und es geht tatsächlich, wie wir hier sehen. Irgendwie von einem zum anderen zu slingen, aber letztes Jahr. Vielleicht ein bisschen lang gebraucht, aber wir haben es ja geschafft, das Level. Und das ist die Hauptsache. Ich sag ja, in dem Spiel bin ich das, was man wirklich ein Loop nennt. Ey, also jeder so wie es kann, wie es will. Aber trotzdem ist es Playen. Das ist ein cooles Spiel. Ich frag dir aus, was alles WTF, wieso? Wieso wie gibst du dir denn das? Aber wenn das nicht gefällt, musst du es ja nicht anschauen. Ich find's lustig. Lel. Gut. Okay, ich gebe das ja Bowser. Also ich achte jetzt mal wirklich auf die Speed-Set-Item, weil ich... Ich glaube, ich hätte zu wissen. Vielleicht liegt es auch komplett daneben. Bingo! Sowas ist nicht schwer. Ich finde es einfacher, wie dieses Rumhüpfen mit dem abgesetzten, da das ist und deutlich einfacher, meiner Meinung nach. Vielleicht fällt euch was Einfaches, was anderes Einfaches oder so, keine Ahnung. Vor allem, ich hab ja jedes Mal Zugriff auf dieses Menü. Ich erinnere mich dann die dran, wenn ich irgendwie so mit irgendjemandem spiele. Das würde die Sache halt auch einfacher machen, wenn ich das einfach dann mal nutzen würde. Digga, meine Minustaste auf meinem Controller ist halt komplett eingedrückt. Deswegen Glück, dass man sie nie braucht. So, jetzt mal das Mario wieder rein hier. Verwende dafür allerdings. Gib ihm. Das hier, dann ist er nämlich automatisch groß. Und wir machen das Feuerlevel. Party in der Pokéhalle. Nee, Pokéhalle. Ach, Poki, das sind diese Dinger hier. Ich erinnere mich daran. Also, ein Teil erinnert mich erst noch die. Wüstenwelt war eine, die mir sogar viel Spaß gemacht hat, die ich cool fand. Vor allem die Weihnachtswelt wird so cool.
diese weihnachtliche Welt, winterliche Welt, whatever. Die wird auch sehr cool. Die kommt auch hoch. Yay. So. Ja, man muss die Dinger hier erledigen. Das hier alles bewegt, das ist halt ein Kritis. Ich will diese eine Starcoin hier bekommen. Das ist halt hier das Hand. Gefährlich, dass ich hier gerade lebe. Ach, danke. Mehr oder weniger. Sit. Die hat mich jetzt hier auseinandergenommen. Genau in dem Moment tut er natürlich seine Stacheln hier ausbreiten, ist klar. So ganz kurz vor der Midway-Flag hier. Natürlich. So komm, let's go. Der letzte hat hier, wird jetzt hier rasiert. So sieht's aus. Die erste sind immer auch so Freunde des Orangen. Aber nix sind die hier. Genau in den Scheiß-Tracks-Moment hier. Hier ist halt gutes Timing angesagt. Gar nicht, bisschen auch Luck eventuell. Ach, die kann er noch so töten, gut zu wissen. Jetzt habe ich hier als kleiner Dude doch eh kaum Überlebenschancen. Das ist mal Real Talk und No Soak. Hit. Ich hätte da nicht so dran springen, sondern so vorbeispringen müssen. Dann wäre es geklappt, glaube ich. Egal. Nächster Versuch. Lel. Können wir mir jetzt was aus dem Inventar? Ich weiß nicht. Ich habe da noch nicht so viel Zeugs drin. Also ich glaube, es eher mal noch nicht. Und dann mal sehen, wie es wird. Yeah.
Also es wird viel Reds geben mit diesen LP, das sage ich jetzt mal so voraus, weil es bietet es in dem LP einfach übelst an für Raids. An die faszinierendsten Stellen, so wie diesen Stellen hier. Jetzt anfangen wir wegen irgendeiner Dreckscheiße zu verrecken. Es ist einfach scheiße hier. Später, wenn dieser verkackte Raids-Moment. Natürlich kommt dieses Ding hier mit. Dieses Teil hier ist halt beispielsweise einer von den wenigen, die halt erst ätzend sind. Ja, natürlich bringe ich jetzt halt auf seinen Kopf da drauf. Ach komm, das ist ätzend mit dem ganzen Stacheln hier. Ich glaube, dass hier eh egal wer es mal macht, dann schauen wir uns hier einfach mal das Rest an, weil das Ding gehabt ist schon sehr heftig gesehen. Wie gesagt, man muss eh nicht alles machen. Dann schauen wir, ob uns dieses Level hier vielleicht einfach mehr neigt, die werden zu sehen. Es ist übrigens nochmal so mein erstes nicht im Spiel nicht vorhandenes Skills, wie hier auch wirklich so ein, wie ihr merken könnt, das ist ja viel angenehmer hier, uiuiui. Fuck. Bleib doch hier, du heißt was hier. Irgendwer oder irgendwas wirft hier so komisches Feuer. Das mir übrigens auch so wenig geworden ist. Was ich nicht gut finde, weil ich klein bin und nicht jeder einzelne Hit von irgendwem oder irgendwas, was jetzt kommen wird, nicht hitten könnte. Da gibt das mit Verfleck. Bekomme ich ähnliches. Kannst du sehen, wann die Dinger sich so richtig fetten Flammen hier entwickeln? Das sind diese Flammenbrüder, wie die Dinger heißen. Hm. Die Flammenbrüder gibt es, glaube ich, gar nicht mal. Keine Ahnung, wie die Dudes heißen, die das machen. Das ist leider verwirrend. Doch du bist dann verwirrend und ich habe keine einzelne Münze eingesammelt. Ich sag ja, nochmals, in diesem Spiel bin ich, das gibt's ganz offen zu, das genaue Gegenteil von irgendeinem Pro. Aber trotzdem macht Spaß zu spielen, deshalb mache ich es. Das ist ja die Hauptsache, ne? So, und damit ist ja hier die zweite Welt. Stopp, das wird noch ganz lustig werden. Hier war es uns hier. In laufender Zeit erwarten wird.
So, und hier haben wir es in der nächsten Castle. Das machen wir jetzt noch in dem Part. Ganz sneaky. Allerdings nehmen wir, wie gesagt, für die Castle-Level immer unser Mopsy. Mopsy, let's go. Bin ich ja mal gespannt, wie Mopsy das jetzt machen wird. War es erst hier eine Sekunde so spät? Na come on! Digga, wieso kommst du da normalerweise, wieso komme ich da nicht hoch ohne meilenweiten Hä? Ich verstehe es halt nicht. Das ist genauso eine Stelle, die ich nicht verstehe. Was jetzt hat. Ach, es muss so springen hier. Das gibt mir noch so einen kleinen Extra-Schub. Aber es kommen wir jetzt hin, wir kommen erst in 10 Minuten, dann wieder nicht hin. Ich prophezei es. So, ja, ne, einige haben gefragt, weshalb die so neue, die Zentimeter-Qualität generell haben, würde ich jetzt oft darauf angesprochen, dass meine Facecam-Qualität nicht so gut ist. Wollte ich ein bisschen eigentlich in dem Part ursprünglich darüber reden, dass ich da plane, mir diese neuen Elgato K-Lite zu holen. Was ja die Qualität schon mal ein bisschen besser macht. Und also, so erstmal eine, weil es relativ teuer. Und dann in ein paar Wochen dann das zweite, ein paar Monate, keine Ahnung, dann jetzt bald die erste und dann zwei, drei Monate später halt die zweite. So planmäßig. Und dann halt irgendwann zu meinem Geburtstag wünscht mir eine richtig coole Kamera. Und die kann ich dann ja auch, wenn ich mir das Elgato Camlink hole, kann ich das dann bei mir eben anschließen an meinem Rechner. Dann ist meine Facecam-Qualität auch so gut, wie sie sein soll, wie wir es alle haben wollen. Dass ich dann ja ganz angenehm und schön, also so in, keine Ahnung, 4-5 Monaten ungefähr wird das dann so sein. Bis dahin müsst ihr halt noch mit dem zufriedenstellen, was sie haben, aber ich denke mal, das sollte eigentlich doch auch in Ordnung gehen. Behaupte ich jetzt einfach mal, hoffe es mal. So. An die Level kann ich mich nur noch relativ dunkel dran erinnern. Ich weiß, das ist halt ursprünglich richtig behindert war. Und dass hier, glaube ich, rein musste. Ne, das weiß ich nicht mehr, aber es ist interessant. Und dann wird es halt richtig cool, wenn wir dann hier. Boah, Digga. Wenn wir dann so endgültig. Dann so ist, dass wir sagen können, die Qualität ist erst toll, wenn wir dann. Also, die Gato Killer, als die neu ankündigt haben, die sind halt erst cool. Sie machen professionelle Studio-Listern. Kann man von PC aus steuern. Also, übelst nice. Ist halt alles nicht so billig. Das ist dann wirklich. Das, was mir anzapft, ist wirklich so ein Profi-Setup hier, aber. Ich meine, mit meinen 1500 Abonnenten ist das ja auch jetzt schon so langsam, wenn man sagen könnte, das ist ja jetzt hier so semi-professionell. Bin ich jetzt schon der Meinung, dass man das wirklich sagen könnte. Ich glaube, das ist sogar sehr gut, wie sich das hier gerade entwickelt. Weitestgehend, ganz genau. Ah, ich kann auch merken, das ist auch ganz gut, wenn man so langsam versteht, auch mal wie dieses. Ach, das war das, okay, da war was. Die müssen mich ganz genau eben hier hochbekommen, wenn es der Quetzler wäre, es das gewesen. So. Und jetzt hatten die Leute geschiss im Boss. Übrigens, bei Bossen, wo irgendwie Lava rauskommt, da habe ich auch ein Problem generell. Aber bei solchen Bossen hier in dem Fall nicht. Das geht relativ leicht. So, hier muss ich einfach nur ein paar Mal draufhauen und dann funktioniert das.
Weil das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Droppt er zumindest mal. Ja, ich meine, bitte. Also die Bosse sind echt einfach mit so einem Item. Zu einfach. Aber ich meine, hey, das ist ja auch die Snoop-Item, das verwendet ist wirklich nur bei Burgen, um da irgendwie voranzukommen. Ja. Gut. Hier geht's dann weiter und dieses sehr letzte interessante Labyrinth hier machen wir im nächsten Part von Super Mario New Super Mario Bros. U Deluxe. So sieht's aus. Und hier wird Panik, weil hier. Oh, nee, was passiert hier? Ah, die wird versaubert. Das ist jetzt hier kritisch, wenn Kamek hier alles versaubert. Große Luselig, sag ich nur. Derzeit. Nichts anderes. Bis bald, Sir. Und ich bedanke mich jetzt soweit ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!